Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Ark Survival Evolved. Ich stehe hier in meiner Taucherrüstung. Zwischen dieser und der letzten Folge war ich nochmal im Redwood, habe mir meine Ausrüstung wieder besorgt. Ja, die hatte ich leider nicht dabei beim letzten Mal. Jetzt habe ich sie wieder beisammen. Alles, was ich hatte, auch Unendlichkeits-Grappling-Hooks und solche ganz nützlichen Sachen, die dafür sorgen können, dass man sich mal schnell aus einer ausweglosen Situation herausbegeben kann. So, dann ziehe ich mir jetzt mal meine Brille auf, meine Taucherbrille. Und dann werde ich mir mal meinen Moser schnappen. Denn wie gesagt, in die erste Höhle möchte ich mit dem Mosasaurus schwimmen, tauchen. Schauen wir mal. Gott, ich muss erstmal hier rauskommen. Das ist schon die erste Herausforderung. So, ich wurde schon angezählt in der letzten Folge oder in einer der letzten Unterwasserfolgen, die ich gebracht hatte. Warum ich denn eine Brille aufhabe, eine Unterwasserbrille, aber immer nur aus der Third Person schaue. Ja, weil Third Person bei großen Tieren, muss ich sagen, immer irgendwie ein bisschen übersichtlicher ist, finde ich. Also trotz des Nebels, den man da jetzt zusätzlich hat, ist es irgendwie, wie ich finde, übersichtlicher. Aber irgendwie haben sie trotzdem irgendwas verändert mit der Unterwassersicht, mit der Brille. Irgendwie war das früher anders nochmal. Muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht in irgendwelche Kraken reinschwimme oder so. Aber die haben ja eigentlich, muss man ja sehr nah ran an die Kraken, bevor die aggro werden. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Das geht ja, haben wir ja schon mal gesehen. Wir haben das ja eigentlich alles schon mal ausprobiert. Irgendwas hat geplatscht hinter mir. Oh, da sind Quallen, guckt mal. Da halte ich mich mal lieber fern von. So, die erste Höhle müsste tatsächlich schon hier irgendwo sein. Der erste Eingang zumindest. Das müsste hier irgendwo... Schade, ich habe jetzt gerade kein GPS dabei. Ich kann euch gerade die Koordinaten nicht sagen. Aber naja, ihr findet das auch raus. In der Wiki steht sowas ja meistens immer. Da stehen ja meistens Koordinaten und so. Wir schwimmen langsam. Ja, ich habe keine Lust, hier in irgendwelche Riesenviecher reinzuschwimmen. Ich weiß auch nicht, welche Level die Viecher hier so haben, die hier so spawnen. Wenn das nämlich hier Mosasaurier gibt mit Level 300 oder so, dann habe ich natürlich ein massives Problem. Oder irgendwelche Kraken mit Level 300. Da müssen wir uns ein bisschen vorsichtig jetzt hier durchbewegen. Gott, scheiße. Ich habe jetzt schon Angst. Wenn das nur halb so schlimm ist wie die Schneehöhle, dann habe ich jetzt schon Angst. Okay. Ist ein Krake da hinten? Nee. Vielleicht sollte ich mal mit dem Fernglas schon mal ein bisschen vorgucken. Nicht, dass ich in irgendwas... Ah, da sind Piranhas, oder? Das da unten sind noch Piranhas. Da bin ich jetzt bekloppt. Ich will verdammt sein, wenn das keine Piranhas sind. Die essen wir mal auf. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so gut, die jetzt zu essen. Vielleicht führt das nur dazu, dass größere, gefährlichere Tiere an denen ihrer Stelle auftauchen, wenn ich wieder zurückkomme. Ja, Mistviecher, sterbt. 104, aber das ist jetzt gar nicht so ein hoher Level. Oh shit, da hinten habe ich doch einen Oktopus gesehen, oder nicht? Ah nein, ich hänge. Schnell weg. Ich habe einen Oktopus gesehen. Oktopussi. Ja, da ist er. Guckt mal. Scheiße. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Wenn der mich kriegt, dann habe ich ein Problem. Ich muss erst mal schauen, was der für ein Level hat. Und ob mein Moser... Oh Gott, scheiße. Ah, ich kann nicht rückwärts schwimmen. Oh Gott, nein, der kommt zu mir. Nein, 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 ah. Schnell, vielleicht kann ich ihn umgehen. Auftauchen. Hat er Akku? Hat er mich gesehen? Nee. Ich konnte ihn umschiffen, sozusagen. Oh mein Gott, das ist ganz schön prickelnd, darf ich das mal sagen? Mach mal hier die... Nein, mein Moser schläft! Oh Gott, scheiße, nein! Ah... Nein, wieso kann ich nicht mehr auf meinen Moser? Schläft der immer noch? Oh Gott, scheiße, was ist da denn los? Mosasaurus killt Chiaratna. Ach so, okay. Wenn ich mit dem Tier in die Quallen reinschwimme. Nein, komm zurück. Komm wieder her. Lass mich doch drauf. Oh, ich hasse dich. Warum schwimmst du so rum wie ein Bekloppter? Ah. Angler. Anglerfisch. Ich töte dich. Ich töte dich. Huh.
Okay, man darf mit dem Moser nicht in die Quallen reinschwimmen, weil, wenn man das tut, dann wird man vom Tier geschmissen. Das ist ja mies, ey. Das ist ja richtig mies. Okay, aber gut zu wissen. Wie sieht's eigentlich jetzt aus? Der hat auf jeden Fall ein Level up. Das hat den jetzt gar nicht so interessiert, den Moser. Wie sieht's mit... oh, Moment, jetzt bin ich abgestiegen aus Versehen. Wie sieht's eigentlich mit meinem Dings aus? Ich wurde nicht getroffen, okay. Das ist gut. So, aber jetzt habe ich natürlich noch mehr Angst, weiter zu schwimmen. Oh Gott, nein. Ich darf nicht in die Quallen rein. Gut, dass ich mir hier in dieser engen Umgebung ein Tier mitgenommen habe, was so wahnsinnig manövrierfähig ist. Ach du Scheiße, da ist ein Moser. Jetzt muss ich aber mal gucken, was der für ein Level hat hier. 124, ist klar, ist klar. Niemals. Never ever. Ich muss hier raus. Ich werde doch sowas von sterben. Okay, aber Moment mal, wenn ich mich oben lang bewege, vielleicht wird er dann nicht aggro. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder zurück, ohne dass er mich sieht. Komm, jetzt hier U-Turn. Einfach U-Turn machen, komm. Komm, komm, komm. So, und jetzt? Ja, der Abstand ist ziemlich groß. Wenn ich mich oben lang bewege, könnte ich es schaffen, ohne dass er auf mich aufmerksam wird. Beim Kraken habe ich es ja auch geschafft. Komm, wir probieren das jetzt mal. Mut zum Risiko. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall muss ich meine gesamten Klamotten wieder ersetzen. Guckt mal, das war doch gar nicht so schwer. Jetzt gucke ich mal von der Third Person, ob ich ihn von unten irgendwie oder von oben irgendwie sehen kann. Der hängt da noch rum, ne? Ich sehe ihn da so rechts, meine ich. Und ich muss ja eh, glaube ich, hier oben lang. Dann gehen wir doch mal hier so ein bisschen weiter jetzt. Oh, hänge ich denn jetzt fest hier? Hör doch mal auf zu hängen! Boah, da ist noch ein Moser. Scheiße. Okay, ich glaube, ich lasse meinen Moser hier erstmal geparkt an der Stelle. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Auf was steht er eigentlich? Warte mal. Mal absteigen. Ich stelle den tatsächlich mal auf passiv. Und hoffe einfach mal, dass jetzt hier nichts Gefährliches hinschwimmt. Und dann grabbel ich mich jetzt einfach mal da hoch an der Stelle. So, ja, ja, ja. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich muss mir noch merken, wo ich ihn geparkt habe. Ich habe natürlich wieder mal keinen Bug Repellent dabei. So, gut, zwecks Fledermausbekämpfung und so. Wo hänge ich denn hier fest? Wieso kann ich mich denn hier nicht rüber grabbeln? Was denn? Dann grabbel ich mich mal hier lang. Wahrscheinlich wieder mal Famous Last Words. Also meinem Moser geht's gut an der Stelle. Hier muss man sich doch irgendwo hingrabbeln können. Boah, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, ne, unter mir sind Mosas und alles. Wenn ich da ins Wasser falle, dann bin ich Geschichte, ey. Scheiße. Und mein Tier wahrscheinlich... Ah, guckt mal, da ist, das sieht hier so aus, als wenn man sich hier reingrabbeln könnte. Oh shit, Fledermäuse. Ganz viele davon. Tolle Wurst. Kann ich hier stehen? Kann ich hier stehen? Hätte ich mal Bug Repellent mitgenommen. Oh, oh, sie haben mich gesehen. Oh nein, das sind natürlich wieder solche High-Level-Mistviecher. Man sieht schon wieder nichts. Ey, hätte ich mal scheiß Bug Repellent mitgenommen. Warum habe ich das denn wieder vergessen? Ach Mann, ich könnte mich schon wieder schlagen dafür, wirklich. Ich muss mich bewegen, sonst kann ich hier nicht weg. Ach nein, scheiße, ich habe ja auch noch, nein, ich habe ja die Rüstung gar nicht. Ah, fuck! Nein! Nein, 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 nein! Nein, lad nach, schnell, um Gottes Willen, scheiße! Nein! Ach, ich bin so blöd, ich habe meine Rüstung ja gar nicht gewechselt. Ah, oh, da kriege ich schon wieder einen Kasper, wirklich. Wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Boah, nein, das liegt jetzt alles in der Leiche, wo die Fledermäuse sind. Ich raste aus. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier auf meinem Plesio respawne, bringt mir das gar nichts, weil ich keine Ausrüstung habe. Scheiße. Ach, Mann. Ich bin wieder so dumm gewesen, ey. Das gibt es nicht. Ach, Mann, ey. Verdammt. Ah, Moment. Hier, hier, hier ist noch ein Unendlichkeits-Grappling-Hook. Okay, Moment. Es ist noch nicht alles verloren. Noch ist nicht aller Tage Abend. Ich muss mir jetzt ein kleines Tier nehmen. Am besten einen, genau hier, den Flipper nehme ich mir jetzt. Und dann rausche ich da einfach ganz schnell rein. An dieselbe Stelle und versuche einfach erstmal meine Klamotten wieder zu kriegen. Vielleicht besorge ich mir vorher auch noch Bug Repellent. Ich meine, in irgendeinem Cats war noch Bug Repellent.
So lange müssten meine Klamotten da eigentlich liegen bleiben. Komm, jetzt hier. Konzentration. Wir müssen uns jetzt konzentrieren hier an der Stelle. Ich muss jetzt hier... Jetzt hier Rettungsaktion der Klamotten ist jetzt hier angesagt. Ganz klar ist das jetzt hier, was wir jetzt hier machen müssen. Oh Gott, ist das spannend. Werde ich meine Klamotten wiederkriegen? Also mit Bug Repellent sollte es eigentlich möglich sein. Mal schauen. Eine zweite Taucherausrüstung war ja noch im Plesio drinne, das ist kein Problem. Ah, wie dumm ich mich wieder angestellt habe, oder? Das gibt's einfach nicht. Wieso habe ich denn vergessen, meine Rüstung anzuziehen? Ich bin auch so schlau. Dann nehme ich die extra mit. Ich nehme die extra mit, damit ich genau für diesen Fall, wenn Fledermäuse auf mich zukommen, gewappnet bin und Panzerung habe. Und nee, was mache ich? Ich lege sie einfach nicht an. Also, wenn ihr es nicht versteht, ich verstehe es auch nicht. Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Das ist einfach nur Vergesslichkeit hoch 1000. Ich dachte, ich hätte die schon die ganze Zeit an, aber natürlich hatte ich sie nicht an. So, hier genau. Hier hat man nämlich noch Bug Repellent. Da nehme ich jetzt nicht alles mit, da nehme ich nur die Hälfte mit. So. Bug Repellent ist die halbe Miete. Dann gehen die scheiß Fledermäuse nicht auf mich los. Also, ich habe zwei Fehler gemacht. Ich habe zum einen habe ich den Fehler gemacht, dass ich Bug Repellent vergessen habe, weil sonst hätte ich da einfach durchlaufen können an der Stelle. Und der zweite Fehler, den ich gemacht habe, ist... Ich habe die Rüstung nicht angelegt. Mein Gott, jetzt mach halt die Tür einfach zu. Los. Schnell, schnell, schnell. Zeit läuft. 10 Minuten haben wir. 10 Minuten, dann ist das Zeug weg. Dann können wir Ciao, Ciao sagen. Renn doch. Los, Bär. Renne, wie du noch nie in deinem Leben gerannt bist. Und rüber über den Stein. Ja. Komm schon. Komm schon. Schneller! Ich rausche da jetzt einfach wieder hin. Mit dem Flipper. Am Kraken vorbei. Ihr werdet sehen, meine lieben Freunde. Das wird so toll. Oh, der hat sogar Level-Ups. Warte mal. Gehen wir mal Stamina, genau. Oh, warte mal, der kriegt auch gleich mal noch hier Fleisch. Der Bär hat doch bestimmt, genau. Nicht, dass wir hier unterwegs dann... auf dem Trockenen sitzen und der dann anfängt zu verhungern. Das muss ja nicht sein und das verrottete Fleisch schmeißen wir raus. Wahrscheinlich wird dieser arme Flipper hier sterben. Wir können uns schon mal von ihm verabschieden. Ich möchte jetzt einfach nur mit einem kleinen, schnellen Tier da ganz schnell wieder hin. Komm schon, komm schon, komm schon. Das müssen wir schaffen. Ah nein, ich habe Dauerausrüstung vergessen. Ich wusste, dass ich irgendwas vergessen habe. Oh Mann, Moment. Stopp, 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 stopp. Jetzt bloß nicht nervös werden. Auf gar keinen Fall nervös werden. Keine Nervosität aufkommen lassen. Auf keinen Fall. Moment, jetzt hier rein, genau. So, im Prinzip brauche ich ja nur den Torso. Was anderes brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ja, deswegen nehme ich jetzt auch nur den Torso mit. Dann belaste ich mich nicht mit unnötigen Gewichten. Denn das Zeug muss ich auch alles wieder zurückschleppen. Ah, guckt mal, sehr gut. So muss das sein. Aber ich meine, gut, jetzt hätte ich natürlich auch die Brille noch mitnehmen können, ne? Da hätte ich wenigstens besser sehen können, wo ich jetzt eigentlich genau hin muss. Aber egal, wenn ich dieses Tiefseegras sehe, dann weiß ich, dass ich richtig bin. Oh Gott, da sind die Quallen, ey. Bloß nicht in die Quallen rein. So, ich, die hat schon gleich keine Stamina mehr. Ich muss echt aufpassen, ey. Der hält nix aus. Wenn der von einem Kraken gepackt wird, dann wird der mit einem Haps, wird der direkt getötet. Der ich, die. Gleich mal aufladen hier, Stamina. Und weiter geht's. Vor der Höhle nochmal aufladen. Ist das eine Scheiße? Ist das eine Scheiße, was ich da wieder angerichtet habe? Da habe ich mir ja mal wieder einen gebaut, ey. Mann, 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 Mann. So, hier ist die Höhle, hier ist der Höhleneingang. Stamina aufladen, schnell. Und dann ab durch die Mitte. Oh Gott. Und schön vorsichtig, trotz aller Geschwindigkeit, denn da ist immer noch der Krake. Direkt am Eingang. Oder die Krake. Der Krakerich. Den Krake. Den finde ich Krake. Oh, scheiße. Kann der noch ungünstiger da hängen, bitte?
Okay, Achtung, jetzt hier schnell am Rand durch. Und dann einfach nach oben. Einfach nach oben. Oh Gott, Quallen. Einfach hoch, einfach hoch. Irgendwas platscht hinter mir, warum? Oh, ich hab's geschafft! Okay. So, jetzt, Bug Repellent. Uff, Freunde, 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 ich kann euch sagen, das ist ein Abenteuer hier schon wieder. Ein echtes, waschechtes Abenteuer. Geht rauf auf den Mosa, los. So, jetzt, jetzt brauchen wir das. So, wehe jetzt. Wehe die scheiß Fledermäuse. Ja, die chillen jetzt natürlich direkt bei meiner Leiche wahrscheinlich. Aber jetzt sehen sie mich ja nicht. Was gut ist. Aber ich sehe irgendwie gerade auch nicht wirklich was. So, jetzt hier abseilen lassen, bitte. Wo ist meine... Okay, da ist die Tasche. Ich sehe die Tasche. Boah, ey. Sie sind genau zwischen der Tasche. Ich raste aus. Ich duck mich mal. Holy shit. Okay, wenn die jetzt aggro wären, habe ich verloren, ne? Oh Gott, scheiße. Komm. Ah. Hä? Ganz schnell zurückweichen. Oh Gott! Ich hab's! Ich hab das Zeug! Okay, schnell die Rüstung anlegen. Jetzt habe ich wenigstens den Hauch einer Chance. Wie die vor allem auch nur auf meine Handschuhe draufgegangen sind, die kleinen Schweinchen. Dafür müsste ich sie eigentlich töten nochmal. Boah, ich hab's geschafft! Ich hab mein Loot wieder! Oh Gott! Was ist das denn da hinten? Ich sehe nur Skorpionsstachel. Vielleicht sollte ich mich wirklich einfach nur durchgrabbeln. Das ist, erscheint mir eine bessere Möglichkeit zu sein, hier durchzukommen. Boah, guckt euch das an, ey, wie sie da chillen, die Schweinchen. Die kleinen Miesen. Komm, wir grabbeln jetzt einfach. Wir machen jetzt wieder die Eishöhlen-Taktik. Ah, oh Gott. Ein Riesenhaufen Skorpione. Das ist ja die Skorpionhöhle hier, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein, vor allem wie sie mich sehen. Alter, und das sind bestimmt Level 300, 400 Skorpione, ne? Schieß die jetzt von oben. Fuck. Sterbt. Oh, du hässliches Vieh, bewegst dich auch noch. Ja. Ich erschieße euch alle. Vor allem, meine Zeit läuft ab, ne? Ist gar nicht so schlau, was ich hier eigentlich gerade mache. Ich sollte vielleicht möglichst schnell zum Artefakt mich durchschwingen und dann die Skorpione töten, wenn es wirklich nötig ist. Machen wir das doch mal. So, aber wo? Wo ist das Artefakt? Das ist das nächste Problem. Ah, da ist ein Explorer-Node da auf der Seite. Wartet mal, ich weiß, wie ich die Skorpione loswerde. Ich weiß, wie ich die loswerde. Oder dass ich die jetzt lang und breit erst töten muss. Ich gehe jetzt hier hin und schwinge mich hier rüber. Und dann laufen sie mir nämlich nach und fallen alle runter. Ja, guck mal, wie gut das klappt. Muss ich nur aufpassen, dass sie nicht zu meinem Mosa rüberschwimmen oder zu meinem Ichti. Ja, alle nochmal, genau. Komm du auch noch da, du hängst da auch noch fest. Nicht, dass ihr mich dann, wenn ich am Explorer-Node stehe, von hinten beglückt. Oh Gott, ich dachte gerade, das reicht nicht. Scheiße. Das wäre es ja jetzt gewesen, ey. Wäre richtig hart nach hinten losgegangen. Ich kenne die Höhle auch vom Layout her halt gar nicht. Das kommt so noch dazu. Erschwerend. Ja, alle runter. Sauber, genau. Wunderschön. Danke für Ihre Kooperation. So, jetzt grabbeln wir uns zum Explorer-Node durch. Das will ich jetzt noch abgrabbeln. Bevor wir hier zum Artefakt kommen. Ach, einer hat natürlich... Etwas überlebt immer. Es ist schlimm, wie in Alien. Stirb einfach. Aha. Wie auch ein Magazin für einen Skorpion nicht ausreicht, weil sie einfach
176 sind, alter Schwede. Okay, ich würde sagen, an der Stelle ist die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Survival Evolved und dann mache ich den Explorer-Not auf. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.